Hey, Vielauge. Nate, schön, dich wiederzusehen. Bitte. Wie ich dich kenne, hast du mich nie aus den Augen verloren. Dein Leben war im letzten Jahr nicht uninteressant, das muss ich zugeben. Gute Staffel. Zuletzt bei der Book of Unwritten Tales 2. Wir haben uns auf nach, Lorem Ipsum begeben, haben dort die altbekannte Mumie aus dem ersten Teil von The Book of Unwritten Tales wieder getroffen und sind dort nicht so recht weitergekommen. Wir wissen jetzt zwar, wo das Buch der Toten ist, aber kommen da noch nicht hin. Deswegen haben wir uns mal auf den Weg nach Tulgator begeben und hier sieht es irgendwie etwas anders aus. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales 2. Ja, schauen wir uns hier mal ein wenig um, ne? Eine ungesunde, künstlich aussehende, übersüße, fettige Parodie von Nahrung. Großartig. Was tust du da? Ich bewundere die feinen Leckereien. Die sind nicht für dich. Die sind für meine Gäste. Wenn du mitmachen willst, muss ich dich erst hübsch machen. Nein, nein, kein Problem. Ich lasse einfach meine Hände vom Essen deiner Gäste. Oh Mann. Es ist alte Kindermagie, dass sie erwachsene Männer dazu zwingen können, sich an winzige Tische zu setzen und so zu tun, als würden sie Tee mögen. Zum Glück bin ich dagegen immun. Das sagst du jetzt noch und ich habe das Gefühl, es wird anders enden. Bevor ich gezielt mit jemandem rede, schaue ich mich nämlich erstmal um. Bunte Tücher. Sie scheinen keinen bestimmten Zweck zu erfüllen, außer bunt zu sein. Hier ist nicht viel von der Magie der Kleinen verschont geblieben. Der Hammer ist eines der wenigen Beispiele. Hammer. Eingesackt. Das ist falsch. Beeindruckend, aber falsch. Ich habe selten gesehen, dass etwas so Großes verwandelt wurde. Und wenn, dann nur für kurze Zeit. Normalerweise verliert die Magie ihre Wirkung schnell wieder. Okay. Nur noch ein Stück, nur noch ein kleines Stück und du hast es! Hey, Vielauge. Nate, schön, dich wiederzusehen. Bitte. Wie ich dich kenne, hast du mich nie aus den Augen verloren. Dein Leben war im letzten Jahr nicht uninteressant, das muss ich zugeben. Gute Staffel. Oh Mann. Ich hätte halb erwartet, dich verwandelt vorzufinden. Ein riesengroßer Fellball mit großen Äuglein. Die Aufmerksamkeit der Ratsvorsitzenden und der reizenden Chantal konzentrierte sich auf den Palast. Zum Glück. Ich schätze, auch du willst sie so schnell wie möglich von der Insel haben. Unbedingt. Ich mag Tragödien, aber ich hatte noch nie den Wunsch, Teil einer zu werden. Du weißt, warum ich hier bin? Natürlich. Prinzessin Ivo. Schau sie dir an. Ist es nicht traurig? Eine Elfe in der Blüte ihres Lebens verschläft ihre besten Jahre. Das werde ich verhindern. Und ich hoffe, dass es dir gelingt. Auf Dauer dürfte der Anblick langweilig werden. Ivos Vater meint, ich könnte Ivo nicht gegen den Willen ihrer Mutter befreien. Das wäre in der Tat eine schlechte Idee. Wobei ich zu gerne sehen würde, wie der Versuch ausgeht. Wie kann ich Ivos Mutter davon überzeugen, dass sie nicht im Interesse ihrer Tochter handelt? Tut sie das denn nicht? Die Zukunft ist in ständiger Bewegung. Selbst ich kann sie nicht klar in meinen Spiegeln erkennen. Eine mächtige Priesterin wie sie könnte vielleicht mehr sehen. Nur offensichtlich will sie das nicht. Sie hat keinen Zweifel daran, dass Ivo ihr Leben weggeworfen hat. Sie hält es für unmöglich, dass sie mit einem Kind glücklich werden könnte. Oder mit mir. Eine schwierige Aufgabe, die du... komm schon, Nummer 3. Lauf! Komm! Ja, Sandage hat gewonnen! Ivos Schwangerschaft. Weißt du, wer... Naja... Ivo meinte, du seist nicht der Vater. Aber wer ist es dann? Das frage ich dich. Du bist das Orakel mit den 100 Augen. Augen, die blind sind, solange keine spiegelnde Oberfläche in der Nähe ist.
Ivo schien selbst recht überrascht von der Neuigkeit. Sie sprach von einem Fluch, der sie getroffen haben könnte. Ein Fluch, na klar. Kann ich den Spiegel da haben? Aber selbstverständlich nicht. Aber dann könnte ich immer einen Blick auf Ivo werfen. Und vielleicht ist er auch noch für etwas anderes gut. Er ist dafür gut, dass ich sehen kann, wie die Geschichte weitergeht. Abgesehen davon habe ich noch nie einen meiner Spiegel hergegeben. Es sind Sammlerstücke. Du sammelst Spiegel? Ich ziehe die Frage zurück. Schön. Ich muss weiter. Ja, nur zu, hinfort. Oh Mann. Einige Spiegel zeigen laufend unterschiedliche Szenen. Andere zeigen immer dasselbe. Die Verbindung zweier Spiegel ist manchmal stärker und manchmal schwächer. Dieser hier hat eine besonders starke Verbindung zu dem Spiegel in Ivos Zimmer. Schau dir nur an, wie klar das Bild ist. Wegen des Spiegels. Ich gebe ihn nicht her. Es ist ein Sammlerstück. Und außerdem könnte jeden Augenblick etwas Spannendes passieren. Das darf ich auf keinen Fall verpassen. Kann ich da... Ne? Irgendwie... Abbrauchen auch nicht, schade. Einige glückliche Kinder, die in einem Garten spielen. Ivos Mutter will nicht wahrhaben, dass auch Ivos Kinder eine glückliche Zukunft haben könnten. Wen kümmert es schon, dass die zukünftige Königin ein uneheliches Kind hat? Naja, außer mich. Einige glücklich. Wen kümmert. Naja. Okay. Kann ich sonst noch einen anschauen? Das wäre irgendwie sehr interessant. Oh, was? Betrachtet die Spiegel. Tausende Leben spielen sich hinter diesen Spiegeln ab. Tragödien, Komödien und ziemlich viel Alltag. Okay, dann gehen wir mal wieder. Ich würde erstmal mit der Finn Bjorn reden wollen, mit der Mutti. Oder geh zu Mary, nee. Erstmal die Mutti. Lady Van Buren, nehme ich an. Ja? Wer bist du? Was willst du? Also. Mein Name ist Wayne Schlegel von der Seefels Lebens- und Unfallversicherung. Was wollen Sie hier? Es gab hier einen Unfall. Einem Piraten wurde ein Auge ausgestochen. Er muss jetzt ein Holzbein tragen. Es gab da offensichtlich ein Problem bei der Bearbeitung. Ist niemand mehr hier? Bis auf diesen verfluchten roten Piraten und die Elfe, die ihr versteckt. Hä? Elfe? Was für eine Elfe? Eine diebische Elfe. Hat mich bestohlen, während ich mich mit diesen verfluchten Spitzohren herumschlagen musste. Sie waren im Elfenhain? Ich habe gehört, da soll es sehr schön sein um diese Jahreszeit. Wir waren nicht drin. Schutzzauber, gegen die selbst mein kleiner Spatz nichts ausrichten konnte. Wie bedauerlich. Und dann kommt man zurück nach Hause und ist von diesen verfluchten Gnomen, Ratten und Elfen beklaut worden. Das werden sie büßen. Und Sie sind sicher, dass die Elfe hier ist? Natürlich! Sie ist mit einem verzauberten Hippogreifen von Seefels aus hergeflogen. Wir konnten ihre Spur bis hierher verfolgen und es gibt keine Hinweise, dass der Hippogreif weitergeflogen ist. Sie scheinen über erhebliche magische Macht zu verfügen, Madame. Warum holen Sie die Elfe nicht einfach da raus? Glaubst du, ich würde hier meine Zeit verschwenden, wenn es so einfach wäre? Dieser rote Schuft hat uns bedroht. Uns! Er hat da drin eine magische Waffe. Uralte göttliche Magie, gegen die selbst meine Chantal nichts ausrichten kann. Ach, der Kopf. Vielleicht könnte ich reingehen und mit dem roten Piraten sprechen. Ich bin Versicherungsmakler. Niemand würde es wagen, einem Versicherungsmakler etwas zu tun. Das ist wahr. Und jede Stunde, die ich hier vergeude, kann ich mich nicht um die Umgestaltung des Landes kümmern. Geh rein. Überzeuge diesen alten Halunken.
Sehr schön. Beeindruckend, was Sie aus dieser Insel gemacht haben, Lady Van Buren. Genau wie in Seefels. Sie und Ihre Tochter sind wahrlich ein Gewinn für das Land. Oh, nun, ich danke Ihnen. Als Politikerin erhält man viel zu selten den Dank, der einem zusteht. Jahrelang arbeitet man unermüdlich für sich und seine Freunde. Und danken es einem die Wähler? Nein! Ach, schlimm, ganz schlimm. Dann darf ich mich entfernen, Lady Van Buren? Ja, ja. Heißt, leck mich am Arsch. Und was macht die Kleine da? Als Ivo mir vom verwandelten Seefels erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Selbst wenn im Stab der Kleinen die Macht ihres Hexenmeister-Opas konzentriert ist, woher hatte er all diese Macht? Ich spreche sie besser nicht an. Sie könnte mich im Handumdrehen in ein kleines, haariges, pinkfarbenes Vieh verwandeln. Und wer will schon so etwas um sich haben? Nate, du hast gerade von deinem Vieh gesprochen. Ich spreche sie besser nicht an. Gehen wir mal rein. Halt! Wow, wow, ganz ruhig. Steck das Ding weg. Nate! Hast du gesehen, was sie mit meiner Insel gemacht haben? Ja, das habe ich leider gesehen. Lass mich raten. Du hast die Insel ein wenig umdekoriert, damit die geflohenen Piraten zurückkommen? Das waren diese kleine Irre und ihre verrückte Mutter. Tauchten hier auf und meinten, ich solle die Elfe herausrücken. Und du hast ihnen höflich erklärt, dass die Elfe nicht mehr hier sei und du ihnen somit leider nicht behilflich sein kannst? Hab sie rausgeworfen. Dann haben sie angefangen, meine Insel zu verwandeln. Mich hätte es auch erwischt, wenn ich nicht den Kopf hätte. Wie ich sehe, konntest du wenigstens die Statuen retten. Statuen? Das sind meine Freunde. Sagt es ihm. Freunde! Ich habe sie hier reingeholt, lange bevor die Hexen gekommen sind. Ein Mann sollte nicht alleine sein. Stimmt's, Martha? Stimmt, stimmt. Ja, ich habe sogar von Leuten gehört, die wahnsinnig geworden sind, weil sie niemanden zum Reden hatten. Kann mir nicht passieren. Ich habe Freunde und es geht wieder aufwärts. Freunde! Oh Mann. Die Ratsvorsitzende ist überzeugt, dass Ivo noch hier ist. Ich soll dich dazu überreden, sie herauszurücken. Ich würde sofort tun. Diese Elfe ist mit dunklen Mächten im Bunde. Hast du gehört, was sie über diese unsichtbare Macht, die unser Handeln bestimmt, gesagt hat? Sie will mich in den Wahnsinn treiben. Van Buren wird mir kaum glauben, dass Ivo nicht mehr hier ist. Du musst dieses Weibsbild von meiner Insel schaffen, Nate. Du musst! Ich bin hier, weil ich den Geisterkompass brauche. Nicht, weil du meine Gesellschaft vermisst hast? Und weil ich deine Gesellschaft vermisst habe, aber vor allem wegen des Kompasses. Ein Freund findet ohne ihn nicht den Weg aus dem Reich der Toten. Das ist mir egal. Es ist mein Kompass. Stimmt's, Pierre? Stimmt. Stimmt. Da hörst du's. Oh Mann. Wie wär's damit? Ich schaffe Van Buren von der Insel. Dafür leihst du mir den Kompass. Du bekommst ihn unbeschadet zurück. Du schaffst beide weg von hier? Mutter und Tochter? Das ist der Deal. William, was sagst du dazu? Heute gibt es Bohneneintopf. Der William. Immer nur Essen im Kopf, was? Also schön, Nate. Schaff die beiden Terroristen von meiner Insel, dann leihe ich dir den Kompass für einen Tag. Abgemacht. Abgemacht, abgemacht. Sehr schön, wir haben einen Deal. Unser Deal steht? Klar, du vertreibst diese beiden Schreckschrauben von meiner Insel und ich leihe dir den Geisterkompass. Das wollte ich hören. Ich muss weiter. Bis später. Bis dann. Bis dann. Ja, sehr schön. Wir haben einen Deal. Dann würde ich sagen, war es das erstmal von diesem Part für The Book of Unwritten Tales 2. Und ja, über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play The Book of Unwritten Tales 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.